Die besten Selbstcoaching-Techniken mit NLP. Herzlich willkommen zum NLP-Podcast von Stefan und Marian. Die World of NLP ist die größte NLP-Plattform der Welt. Du kannst sie jetzt 4 Wochen kostenfrei testen. Das ist tatsächlich die erste Community-Folge. Das war euer Wunsch, dass wir mal über Selbstcoaching sprechen. Ja, lieber Stefan, man kann ganz viel machen mit NLP und Selbstcoaching. Wenn du sagst, jemand hat noch so gar keine Erfahrung im Bereich Selbstcoaching, was würdest du ihm empfehlen? Was kann man machen im Bereich Selbstcoaching, um ein besseres, glücklicheres Leben zu führen? Naja, ich würde vielleicht erstmal noch abgrenzen. Viele lernen ja NLP, um mit anderen zu arbeiten, weil sie Coach sind, Therapeut sind, Lehrer sind, Arzt, und sie wollen halt mit anderen Menschen etwas machen. Und wenn wir jetzt von Selbstcoaching reden, dann meinen wir, dass ich diesen großartigen Werkzeugkoffer ja auch ganz für mich persönlich nutzen kann. Und das ist ja auch, wenn ich meine Teilnehmer gefragt habe, so die letzten 25 Jahre, warum bist du da? Dann sagen ganz viele Persönlichkeitsentwicklung. Und das ist ja so das Thema, ne? Ich helfe mir selbst zu wachsen, mich zu entwickeln, für mich auch ganz klar ein besserer Mensch zu werden oder der Mensch zu werden, der ich gerne sein möchte, ne, sich mich zu entwickeln. Manchmal ist das ja in kleinen Bereichen, dass ich gerne ein bisschen mehr Selbstvertrauen hätte oder mein Selbstwert, mein Selbstbewusstsein, Selbstwertgefühl gesteigert wird oder dass ich eine Angst verändern möchte oder eine Allergie oder was auch immer. Also gibt es ja ganz, ganz viele Dinge, wo Menschen sagen, ja, da würde ich gerne ein bisschen offener, freier, kreativer, mutiger, zielstrebiger, disziplinierter, was auch immer werden. Und all da helfen natürlich diese Tools, diese Werkzeuge. Und eins haben wir natürlich auch schon vorgestellt, nämlich in der Folge über State Management. Das ist für mich natürlich ein ganz, ganz krasses Tool. Habe ich die Fähigkeit, meinen eigenen Zustand zu verändern? Ich kriege eine schlechte Nachricht, hänge ich dann durch, lasse ich den Kopf hängen, argumentiere ich dann nicht mehr, höre ich dann mit meiner Rede auf, ne? Ist meine Begeisterung plötzlich weg oder kann ich das halt drehen und kippen und kann sagen, ja, Moment mal, ich habe gerade einen schlechten Tag, ich fühle mich gerade ein bisschen Depri. Wie kann ich jetzt dafür sorgen, dass ich wieder mehr Energie habe? Und da haben wir ja gesagt, Charlie Brown Technik, Körperhaltung verändern, Power Move machen, sich bewegen, anders atmen. Du hast da ja auch ganz, ganz tolle Techniken, die du ja vor allen Dingen den Online-Seminaren auch einsetzt, ne, dass die Teilnehmer da hellwach, auch wenn sie ein ganzes Wochenende bei dir dabei sind, auch dabei sind, ne, Kriegeratmung oder andere Methoden. Also State Management ist schon, finde ich, eine sehr, sehr coole Geschichte, die man da im Selbstcoaching für sich machen kann. Absolut, ja. Also ich glaube auch, dass es oft so der Start ist, weil man dann oft eine andere Perspektive bekommt und oft ist es, also wenn es bei kleineren Problemen war es das auch oft manchmal schon, ja? Man ist in einem besseren Zustand, auf einmal hat man eine Idee, ja? Da kommen wir vielleicht gleich zum weiteren Punkt, was ich finde sehr wichtig ist, wo wir aber noch eine ganze Folge dazu machen werden irgendwann, ist natürlich bessere Fragen sich zu stellen, ja? Also ein Coach, was macht der? Der stellt ja auch viele Fragen, ja? Und die klingen manchmal banal, aber die sind ja manchmal richtig gut. Und da vielleicht finde ich auch so zur Abgrenzung, Selbstcoaching kann ein Coach nicht immer ersetzen, ja, weil manchmal braucht man die Perspektive von außen, man braucht einfach jemanden, der einfach mal von außen frisch drauf schaut. Aber natürlich, ich kann auch Selbstgespräche führen, ja, ich kann, und das empfehle ich im Selbstcoaching, ich kann mir das auch aufschreiben auf Papier, weil dadurch kriege ich ein bisschen, wie wir im NLP sagen, eine Dissoziation hin. Also ich bin nicht so involviert, ja, ich selber habe das Problem, sondern ich schreibe vielleicht einen Dialog oder ich schreibe was auf und dadurch bin ich ein bisschen weg von mir, und das macht ja auch ein Coach, ja, der dann von außen drauf schaut, und ich finde, da kann man ganz, ganz gut ansetzen. Viele machen ja auch Tagebuch oder Journaling oder so, das aufzuschreiben. Ich finde, dass bei vielen Techniken, wenn man sie mal so richtig gelernt hat, also so richtig auch geübt hat, mal mit anderen in so einem Practitioner oder in so einem Seminarsetting oder so, dass es danach dann auch viel leichter fällt, die Sachen mit sich selbst anzuwenden. Also beim ersten Mal, wenn man es jetzt nur so irgendwie mal gelesen hat, wie sind jetzt die Schritte, dann ist es oft ein bisschen schwierig, aber danach geht es dann ganz gut. Aber gerade so einfache Sachen, wie du sagst, sich bessere Fragen zu stellen, das finde ich einen wunderbaren Ansatz. Also zum Beispiel nicht nur zu fragen, wie kann ich jetzt das hier schnell fertig bekommen oder so, sondern die Frage, wie kann ich das schnell fertig bekommen und Spaß dabei haben oder und kreativ sein und mein Potenzial entfalten dabei oder so. Ne? Und nicht nur, ja, Pflichttermin abgehakt oder so, ne, sondern wie kann ich jetzt dieses Gespräch führen mit jemandem, meinen Standpunkt vertreten und gleichzeitig ganz viel Wertschätzung und Liebe empfinden, wenn mir das wichtig ist oder so. Ne? Also, das ist schon eine ganz simple Fragetechnik, um das zu nutzen. Oder für die ganz Faulen, wie kann ich das Problem am leichtesten lösen? Genau. Das stelle ich mir gerne. Also im Sinne von, es gibt viele Lösungsmöglichkeiten, aber ich will das Problem einfach auf die simpleste und einfachste Art und Weise. Und das bringt das Gehirn einfach auf andere Denkbahnen. Ich könnte natürlich auch fragen, kann man das Problem lösen oder gib mir eine Lösung oder so. Aber wenn ich sage, am leichtesten, dann ist so die Idee, es gibt eh viele Möglichkeiten, auch wenn es gerade nicht so aussieht. Und allein das kann schon mal die Gehirnwindung ein bisschen zum Nachdenken bringen.
Oder die Verknüpfung von Fragetechnik und State Management in den Morning Power Questions zum Beispiel. Ne? Was begeistert mich in meinem Leben? Was fasziniert mich? Worauf bin ich stolz? Wofür bin ich dankbar? Wen oder was liebe ich? Ne? Also wenn ich mir diese Fragen morgens stelle, fängt mein Gehirn an und sucht Antworten und präsentiert sie mir dann. Also das Fragestellen, glaube ich, sind ganz einfache Selbstcoaching-Techniken, die jeder sofort anwenden kann und sie nutzen kann. Mhm, absolut. Ja, gehen wir vielleicht weiter. Was ist noch so, wo du sagst, ja, auch wenn man jetzt noch nicht so viel NLP-Erfahrung hat, das kann man im Selbstcoaching auch anwenden, ohne dass man jetzt gleich einen ganzen Kurs buchen muss. Was kann man für sich selber machen? Also super finde ich Mentortechnik in einer verkürzten Version, nämlich wir gucken ja, ne, wer ist unser Vorbild, wer ist unser Mentor, wer ist schon erfahrener, weiser, reifer auf einem bestimmten Gebiet und was hat der mit zu sagen. Und in der Technik selber machen wir es ja so, dass wir uns in den Mentor hineinversetzen und so tun, als wären wir dieser und schauen, was hat jetzt der zu sagen. Und das kann ich natürlich als Selbstcoaching-Technik auch ganz einfach machen. Ich kann zum Beispiel ein Bild an die Wand hängen von, nehmen wir mal an, Nelson Mandela oder Elon Musk oder wer auch immer mich inspiriert, ne? Und wenn ich das Bild sehe, dann frage ich mich, was würde Elon Musk oder Nelson Mandela oder wer auch immer, den ich auch immer gewählt habe, was würde der jetzt sagen oder tun? Was für einen Rat würde der mir selber geben, um einfach diesen Perspektivwechsel vorzunehmen? Und dafür brauche ich jetzt gar nicht 15 Formatschritte oder so, sondern ich kann einfach nur über das Bild mich selbst triggern und sagen, okay, ich stecke hier gerade fest, ich suche nach einem Problem, nach einer Problemlösung. Was würden die jetzt sagen? Wie könnten die mir jetzt hier weiterhelfen? Da kommen wir vielleicht gleich weiter, das werden wir später noch machen beim Thema Ankern. Also das kann man auch wirklich aufhängen. Ich habe ja auch zum Beispiel, da oben ist der Spruch mit einem schönen Bild, wie kann ich jeden Tag meines Lebens zu einem Meisterwerk machen? Und da hätte man hätte auch jetzt das Bild von Nelson Mandela oder so oder von irgendjemandem, den man halt inspirierend findet und dann so vielleicht so eine Kernaussage, so ein Kernzitat. Und tatsächlich es ist leichter, ja, wenn man da irgendwas hat, wo man, auf das man sich beziehen kann. Ja. Also man könnte sich einen eigenen Selbstcoaching-Raum einrichten, so wie du das auch gemacht hast damals halt als Jugendlicher. Dass man die Wände tapeziert, aber nicht der Schönheit wählen, sondern rein funktional, ja, für Selbstcoaching. Genau. Ja, genau, ist ja gleich, ja, genau. Es ist Anker im Selbstcoaching. Jetzt hier kombiniert sogar mit Mentortechnik und Fragetechnik. Okay, ja. Alles in einem. Und es bringt einen auch in einen besseren State, ne? Also, ja. So hängen die halt natürlich oft auch miteinander zusammen, diese ganzen Strategien. Und um die nächste Folge zu diesem, es verbessert vielleicht deine Beziehungen, weil wenn dann Menschen reinkommen und das lesen, dann wirst du wahrscheinlich andere Gespräche führen, dann werdet ihr nicht über das Wetter reden, wenn da so eine Frage steht oder so, sondern das könnte auch nochmal was bewirken, ja. Ich meine, was natürlich auch einen Einfluss hat, wenn ich mich jetzt mit den NLP-Grundannahmen zum Beispiel schon ein bisschen mal beschäftigt habe und jetzt erlebe ich halt was in meinem Leben, was ich mir anders vorgestellt habe und ich habe dann die Idee, okay, hinter jedem Verhalten steckt eine positive Absicht zum Beispiel, zu sagen, okay, der andere hat jetzt das und das getan, was ist jetzt die positive Absicht dahinter? Ne? Oder auch ich selbst habe vielleicht was vermurkst, vergeigt oder wie auch immer und frage mich, okay, was ist die positive Absicht oder was kann ich daraus lernen? Ne? Das ist natürlich dann auch sehr, sehr naheliegend. Oder auch zu entdecken, das ist dann schon ein bisschen komplexer, wenn man fortgeschritten ist. Da gibt es einen inneren Teil in mir, der stört gerade, der meckert oder wie auch immer und sich den halt mal liebevoll anzuschauen. Und dann erkennt man auch, was ist denn seine Absicht? Was will er mir gerade sagen? Warum ist er gerade so präsent? Warum lässt er mich nicht in Ruhe, sondern ne, äußert sich halt? Was ist das Gute daran? Wie kann ich damit besser umgehen? Wie kann ich dadurch wachsen durch die Situation, wie sie jetzt ist als Mensch? Wie kann ich da reifer werden? Was bedeutet das im Gesamtzusammenhang meines Lebens? Also da gibt es auch hier über diesen Teileansatz natürlich sehr, sehr schöne Möglichkeiten, sich selbst zu coachen. Voll, und ich glaube, da ist dann auch so ein bisschen die Haltung entscheidend. Also ich kann natürlich mich selbst coachen, wenn ich gerade akut ein Problem habe. Das ist die eine Möglichkeit. Das andere ist natürlich auch schon, dass es ein bisschen zur Haltung wird. Also die Idee, die eine Frage, die du jetzt gestellt, die du gesagt hast, was ist die positive Absicht dahinter? Ich könnte mal nur einen Monat lang mir diese Frage, immer wenn ich ein Problem habe, eine Frage habe oder wenn irgendwas gerade läuft, könnte ich mir nur diese eine Frage stellen. Und ich verspreche dir, wenn du es wirklich einen Monat lang machst und täglich dir diese Frage stellst, man wird ein bisschen zu einem anderen Menschen. Ja, weil auf einmal die Welt sieht anders aus. Ja, weil ständig sieht man nur noch positive Absichten, ja, so schlimm die Welt da draußen ist. Das ist alles irgendwie. Und also das, und das alleine hat natürlich einen sehr, sehr, sehr großen Effekt. Also hier kommt natürlich auch das Thema Wiederholung, ja, rein, was natürlich unglaublich mächtig ist. Ja, ja. Das können wir jetzt mit den anderen Vorannahmen genauso durchspielen, ne? Die Landkarte ist nicht das Gebiet. Also da gibt's, oder es gibt keine Fehler, es gibt nur Feedback oder ähnliches, ne? Also da gibt's natürlich jetzt ganz viele Möglichkeiten, was das bedeutet für meine innere Haltung, wenn ich damit durchs Leben gehe. Ja, ja, das, ja, 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 voll. Ja, vielleicht schauen wir uns noch einen ganz anderen Bereich an. Wir machen NLP, arbeiten wir auch mit viel mit inneren Bildern, mit inneren Klängen, mit ganz, ganz viel, was da im Kopf vor sich geht. Und vielleicht schauen wir uns das mal von der anderen Seite an. Da kommt ja auch Mindfuck her. Also wenn ich jetzt
ganz lang und oft über was nachdenke oder ich habe einen Film gesehen und habe ständig diese schrecklichen Bilder im Kopf. Das können die Leute, also das müssen die auch nicht lernen, das können die von selber, ja, also einmal Horrorfilm gesehen und das ist im Kopf oder wie auch immer und das kann man natürlich auch positiv nutzen. Vielleicht, ja, was ist das für deine Lieblingstechnik? Ich hätte schon eine im Kopf, wo ich sage, die ist ganz einfach, die können wir hier auch im Podcast beibringen oder was ist so etwas, wo du sagst, ja, da kann man sehr effizient und gut arbeiten im Selbstcoaching? Also grundlegend nenne ich diese Dinge ja gerne Steven Spielberg-Technik, ne? Also ein bedeutender Regisseur, sich einfach klar zu werden, ich bin der Regisseur in meinem Home-Kino, also das, was hier oben im Gehirn abgespielt wird, das kann ich gestalten. Ich kann das Programm verändern, ich kann den Film selber verändern, ich kann ganz, ganz viele Möglichkeiten. Und jetzt kann man natürlich unterscheiden zwischen, ich habe gerade eine visuelle Vorstellung im Kopf, die zum Beispiel, jemand hat die Idee, ich gehe jetzt über eine Brücke und die ist irgendwie wackelig oder das Geländer ist sehr klein oder es ist gar kein Star. Ich habe plötzlich das Bild, oh, ich könnte da runterfallen oder so. Und dann zu sagen, weil das macht einen ja dann auch unsicher, gerade wenn man das halt hat. Ne? Es ist natürlich gut gewarnt zu sein, das ist okay. Aber dann zu sagen, hey, damit es mir jetzt besser geht, ich streiche jetzt diesen Film, ja, ich lösche jetzt diesen Film, weil ich weiß, ich kann ihn anhalten, ich kann ihn kleiner machen, das wäre eine Veränderung der Submodalitäten, ich kann ihn heller machen, ich kann ihn dunkler machen. Den Kontrast rausnehmen, ich kann es weiter wegschieben, ich kann es schwarz-weiß machen. Also da habe ich ganz, ganz viele Möglichkeiten über die Submodalitäten, dass dieser Film einfach nicht mehr diese Bedrohung, diese Gefahr hat. Und natürlich kann ich das Gleiche auch in positiver Hinsicht machen. Also wenn du abends im Bett liegst und du erinnerst dich an einen schönen Moment mit einem, vielleicht mit einem sehr lieben Menschen oder mit deinen Kindern oder wie auch immer und du machst es riesengroß wie auf einer großen Leinwand wie im Kino und denkst, wow, was habe ich da wieder Tolles erlebt, dieses strahlende Lächeln, das ich bekommen habe von meinem Kind oder hier meine Tochter hat jetzt gerade das Fahrradfahren gelernt und gestern mir ganz stolz auch gezeigt und dachte nur, wow, und so dieses Bild sich nochmal herzuholen und sich das dann anzuschauen. So, das ist das eine mit Bildern, aber natürlich genauso auch mit dem Thema Stimmen. Und das ist ja für viele mindestens genauso oder für manche sogar noch schlimmer, die inneren Stimmen, die uns sagen, du kannst das nicht, das geht nicht, du bist zu klein, zu dick, zu dünn, zu schüchtern, aus dir wird nie was, kapierst du nie und was auch immer. Es gibt so viele verschiedene einschränkende Glaubenssätze, die wir uns da selbst an den Kopf knallen. Also richtiges Mindfucking. Und da eben auch mit diesen Stimmen zu arbeiten. Ich verändere diese Stimme mit der sogenannten Mickey-Maus-Technik. Ich mache sie leiser, ich verändere die Tonalität. Ne? Du kannst das nicht, das geht nicht, du bist inkompetent, du kriegst das nie hin, du bist viel zu schüchtern. Oder auch langsam in die Stimme zu sprechen. Du bist inkompetent. Oder was ich natürlich auch super empfehle in den Seminaren, ist, sich einfach mal Kinderlieder zu besorgen und auf Kinderlieder diese Stimmen dann zu besingen sozusagen, zum Beispiel mit dem Rhythmus von Balu der Bär. Probier's mal mit Gemütlichkeit, mit Ruhe und Gemütlichkeit. Und ihr merkt schon, ich kann gar nicht gut singen, aber das macht für die Übung überhaupt nichts. Im Gegenteil, es verstärkt dann sogar den Effekt, ja, ja, wenn du halt dann sagst, ich bin so inkompetent, ja, ja, so inkompetent, ich kann es einfach nicht. Und das ist so ein Lacher, das mit sich zu machen. Du kommst total gut drauf und wenn du das nächste Mal diesen Satz im Kopf hast, fängst du an, spontan zu lachen, weil du daran denken musst. Oder zu tanzen, ja. Oder zu tanzen, dich zu bewegen dabei. Also das ist eine sehr, sehr krasse Technik. Das glaubt man gar nicht, wenn man die so hört, denkt man, hey, worüber reden die gerade? Über Kindergeburtstag oder so? Ja. Aber das sind oft die entscheidenden Elemente in unserem Leben. Lassen wir uns runterziehen von diesen inneren Stimmen oder eben nicht? Ne? Können die uns beflügeln? Ja, ich stelle das ja oft da auch im Kontext von Flirten, sich trauen, auf jemanden zuzugehen, jemand Fremdes anzusprechen, um was zu bitten oder was auch immer. Und dann da diese Bilder im Kopf, wie es alles nicht geht, wie man einen Korb bekommt oder so, einfach auszutauschen und diese innere Stimme, die einem sagt, hey, was willst du eigentlich, ne? Der oder die ist doch viel zu attraktiv für dich, eine ganz andere Nummer oder so. Stattdessen zu sagen, nee, alles Quatsch, ich verzerr die Stimme, ich mache sie lächerlich mit Walt Disney Strategie und dann tausche ich sie vielleicht noch aus. Und bei mir ja die Stimme von Tina Turner, you're simply the best. Gib ihr eine Chance, finde heraus, ob sie einen guten Geschmack hat. Ein sensationelles Reframing auch, aber da reden wir bestimmt ein anderes Mal noch drüber an der Stelle. Aber es macht halt dann einfach Mut und es macht Lust darauf und man kommt dann nicht an wie so ein Bittsteller oder wie so ein Schüchterner, sondern eben selbstbewusst, humorvoll, ne, aus einer Sicherheit heraus. Und das ist natürlich eine ganz tolle Transformation, die man hier innerhalb von
ein, zwei Minuten unter Umständen. Oder auch Sekunden, vielleicht sogar manchmal. Sekunden, ich weiß jetzt nicht übertreiben, aber ja. Ja, wenn man fortgeschritten ist. Ich fasse vielleicht kurz zusammen. Also du hast erwähnt Submodalitätenarbeit, für die, die neu sind. Also das sind sozusagen die Unterkategorien der Sinneskanäle. Also du kannst was sehen und da kann es hell oder dunkel sein. Du kannst das hören, das kann hoch oder tief sein. Dann ist jetzt ein bisschen fortgeschritten, aber natürlich, wenn du da so Baluga der Bär, nee, ich bin da auch ganz schlecht, aber du hast gesungen auf jeden Fall ein Kinderlied und das ist natürlich auch ein Anker für uns, also gerade für die Erwachsenen. Das erinnert dich an deine Kindheit indirekt und da war vieles leichter, für viele zumindest. Und natürlich macht das einen Unterschied, also vielleicht hat man das schon mal gesehen, wenn so alte Menschen, die schon so ganz betagt sind, auf einmal zu gewissen ganz alten Liedern super tanzen können, ja, oder denkst, ich wusste gar nicht, dass die Knochen noch da sind oder nicht gebrochen sind, dass es überhaupt geht. Ja. Jetzt ganz krasse Experimente, wo man festgestellt hat, dass sogar die Gesundheitswerte sich verbessern, wenn man sie in eine Umgebung, das ist natürlich auch ein Ankereffekt, bringt, ja, wo sie früher waren, also die alten Zeitschriften oder eben halt auch die alten Lieder abspielt, ja, aus ihrer Kindheit, wie sich plötzlich das ein Ruck durch sie geht und sie sich verändern. Also es ist phänomenal. Und das machen ja auch Jugendliche, wenn es ihnen oft schlecht geht, dass sie dann sich da eine gute Musik reingeben wird. Manche geben da auch Depri-Musik rein, das wäre dann eher ein negatives Statement, aber man kann es auch positiv machen sozusagen. Das sind eben Möglichkeiten, die jeder von uns schon ein bisschen kennt. Die Frage ist halt nur, macht man es bewusst? Ja? Also sprich, passiert es halt mal oder gestalte ich wirklich mein Leben? Ich kenne die Tools, wende sie auch an. Und das ist ja auch unsere Idee hier mit diesem Podcast, die Leute daran zu erinnern, hey, du weißt eh schon so viel, mach's, ja? Mach's. Ja. Ja. Genau. Ja, und wenn es noch nicht ist, dann muss man halt mal ins Seminar gehen, weil da macht man halt dann die Sachen und dann ist es auch viel einfacher danach, die Sachen wieder zu machen. Mit anderen meistens übt man das ja auch dann noch in der Peer Group oder mit einem Buddy und so weiter und dann hat man es ein paar Mal gemacht und dann bleibt es auch leichter drin und ist auch leichter anwendbar, wie wenn man es halt nur irgendwie mal gelesen oder gehört hat. Ne? Absolut. Aber Marian, es gibt ja noch viel mehr Techniken für Selbstcoaching. Also ganz dramatisch. Also ich liebe zum Beispiel Walt Disney Strategie. Ja. Also die drei Positionen, der Träumer, der Planer, der Kritiker, wenn es darum geht, eine große Idee, einen großen Traum auszuarbeiten, ist eine fantastische Technik. Die meisten sagen, mit Coach macht es noch mehr Spaß und ist noch mehr ernsthafter, weil der halt einen bei der Stange hält. Das gilt für die meisten Formate. Aber man kann es super auch schon für sich alleine machen, wirklich mal durch die Phasen durchzugehen und einfach konsequent dranbleiben, sich selber dann, das wäre jetzt eher sowas im Sinne von, ich nehme mir mal wirklich eine Stunde Zeit und beschließe auch, Selbstcoaching zu machen. Ich mache das Telefon aus oder leise, Türen, Fenster zu und jetzt ist mein Raum und jetzt führe ich mich selbst durch diese Technik durch. Setzt voraus natürlich, dass ich sie kenne. Oder genauso auch mit der Dills-Pyramide, mit einem Ziel durch die logischen Ebenen gehen. Das war ja ganz jung schon als Student eine meiner Lieblingstechniken, das für mich zu machen. Also so gesehen kann ich natürlich auch jedes andere Format, Core-Transformation oder Timeline-Arbeit, kann ich natürlich auch mit mir selber machen. Das ist allerdings dann schon so ein bisschen anspruchsvoller, da sollte ich die Technik schon gut kennen, anders jetzt als die einfachen Sachen, die wir jetzt vorhin beschrieben haben. Also das Feld ist unendlich, wollen wir damit sagen, aber man kann natürlich mit den kleineren Sachen anfangen. Ich fasse vielleicht mal ein bisschen so zusammen, was wir schon alles hatten. Also du kannst mit Fragen arbeiten, du kannst dir bessere Fragen stellen, du kannst sie aufschreiben, du kannst mit der Mentortechnik arbeiten, sprich jemand, der dein Problem schon gelöst hat oder den du einfach inspirierend findest, den einfach mal zu fragen, hey, wie machst denn du das, um dir Anregungen zu holen. Du kannst mit inneren Bildern arbeiten, mit inneren Klängen arbeiten. Man kann natürlich, für die, die schon ein bisschen fortgeschritten sind von euch, mit jedem Format, Walt Disney, Dills Pyramide und so, man kann das mit sich selber machen, ja, wenn man es wirklich kennt und kann. Ja, wenn man auf den Zettel nachschauen muss, was muss ich jetzt machen, dann wird es schwierig, weil dann ist man nicht wirklich drinnen, ja, dann wird es kompliziert. Aber das ist ja die Idee auch bei einer Ausbildung. Du machst es, du siehst es, du erlebst es selber, du machst es nochmal und dann ist es natürlich in dir drinnen. Und da muss man eben nicht ständig nachdenken, was man da tun muss. Und ich glaube, du hast noch ein paar andere Techniken erwähnt, die ich jetzt vergessen habe. Ja, wir hatten noch State Management, ja, genau. Gleich ganz am Anfang natürlich und mit einer NLP-Vorannahme durch den Tag oder durchs Leben mal zu gehen oder durch einen Monat sogar. Ne, hinter jedem Fall steckt eine positive Absicht oder andere. Ne, einfach mal als Filter für sich zu nutzen. Ja, super. Also das sind alles gute Möglichkeiten. Und wenn man sich dann gut selber coacht, dann wird vielleicht auch für manche dann wichtig, wie ist das denn mit anderen? Wie kann ich denn mit anderen gute Beziehungen kommen? Darum wird es in der nächsten Podcast-Folge gehen. Also am besten gleich abonnieren, dabei bleiben und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao. Ciao. Das ist der Podcast der World of NLP, der größten NLP-Plattform der Welt.
Dort lernst du NLP vom Feinsten. Du hast einen NLP-Practitioner-Mitschnitt, einen Master-Mitschnitt, einen Trainer-Mitschnitt. Du hast einen ganzen Fernsehsender, wo es um NLP und alle Randthemen geht. Alle Lebensbereiche decken wir dort ab. Und das Beste, du hast eine Community im Hintergrund, die wirklich wachsen will, die sich weiterentwickeln will. Menschen, die an sich arbeiten wollen. Und du kannst kostenfrei beitreten unter world-off-nlp.de/Anmeldung. Diese Probemitgliedschaft ist auch in den Shownotes verlinkt und dort kannst du Teil einer großartigen Community werden. Du kannst an dir arbeiten, du kannst dir die Lebensbereiche, wo du dich verbessern willst, sei es Finanzen, sei es Berufung, sei es Beziehung, sei es Partnerschaft, Spiritualität, Persönlichkeitsentwicklung oder was auch immer, du kannst mit einer tollen Community im Hintergrund daran arbeiten. Schau einfach mal vorbei bei dieser wunderbaren Community.